Ja, wer kommt denn da? Servus. Ja, das gleiche Pfund. Und, alles klar bei dir? Das ist... So, das macht ja nichts. Das ist, ja nicht ver... das ist doch nicht verkehrt, oder? Also, ja, wird. Au, 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 Sommergrippe ist kack. Aber wenn's Raucher schon wieder schmeckt, ist nicht mehr so schlimm. Oldtimer, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, ich spüre jetzt momentan das Oldtimer. Ich spüre auf Sosnovka. Ich spüre auf Sosnovka. Ja, da ist super. Nee, und kein Unterhalt. Ja. Und sie haben Top-Leistung teilweise. Ich spüre jetzt da mit dem Hatz. Ich habe am Hatz an Pöttinger den Euroboss-Ladewagen dran. Der braucht ja 100 PS normal. Zirkt aber mit 28 R durch. Der LKW? Achso, ja, du meinst den 10.000 Liter. Ja, ja, der ist cool. Aber da geht mir zu wenig rein. Da muss ich so oft hin und her fahren zum Auslernen. Ja. Und wenn du dran denkst, am 27. Oktober kommt der neue und alles, was mit drin war, ist im neuen auch da. Da wird's top! Ja, kommt der neue! Ja. Bin ich aber nur am Überlegen. Ja, wie ist das? Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich bin trotzdem am Überlegen. Ist immer gut. Halt, da mal sehen. Ganz gut. Der Traktor, der große Traktor für 37.000. Ja, mit der Weinrote. Der gefällt mir ganz gut. Das glaube ich ist mein neuer. Ja, richtig. Variante Durchgänge am Tag und gut ist. Ich fahre mit dem Niva, da rechnet sich ja der Niva. Alles was ich gehabt habe, habe ich am Anfang verkauft. Nur mit Oldtimer. Also den, ja, das kenne ich noch, allerdings nicht mehr mit Holzreifen, sondern mit Gummireifen. Ja.
Und einen Wassertank kenne ich auch noch so mit Holz. Ich kenne ja sowieso noch fast alle Traktoren. Nur haben die alle einen optischen Fehler im Spiel. Kann man aber leben damit. Weil keiner von denen überall Bügel hat. Für Laug ist, gibt es gar keine Diskussion. Der eine Spezialkummer, gell? Spezialerntegerät müsste noch kommen. Wo die Konsole vor dem PC gegangen sind. Bin ich gespannt. Einigung der Zeit mit den Teilen. Ja, da ist besonders mehr, es langweilt mir momentan. Am 7.7. war was Spezielles. Nein, nein, das ist ja wieder was anderes. Das ist ja für die Erfolge des Jahres 2. Also für alle Jahr 2 Spieler ist das. Auf einmal eh noch zwei. Zwei brauche ich da noch. Werde ich aber nicht machen. Ganz genau. Ganz genau. Ne, ich bin der Division. Ja, das habe ich am Anfang auch gesagt, aber gefällt mir ganz gut jetzt. Das ist speziell auf vier Mann. Also mit vier Mann bist du bei gut aufgestellt. Kekse, Kekse, das ist das Keksmonster. Mhm. Jo, sehr gut so. Was mir der Ballensammelwagen. Das alte ist bei der alten Ballenpresse. Dass du direkt hinten einen Anhänger anhängen kannst, so wie es früher war. Nee, da ist dann noch einer drum gewesen und hat die Ballen auf dem Hänger aufgeschlicht. Ist auf dem Anhänger immer jemand. Ich noch aus meiner Jugend. Und dann ist er im Endeffekt standen. Der hat nämlich vorne Ballen gepresst und hinten nur das kleine eingeschmissen in den Anhänger. War aber auch der Euroboss normal. Was immer der Euroboss in der Art mitgefahren. Z hat irgendein Bäcker. Das
liegt nicht mehr richtig auf. Ja, da habe ich die Ohrpolster gewechselt. Aber nicht so die Ohrpolster, wo ich jetzt drauf habe. Steht zu weit ab. Aber nur auf einer Seite, das ist das Komische. Ja, ich habe Garantie nur drauf. Muss es reklamieren. Sagen wir weiter. Und da rum mit dem Werfer. Oh, ein neuer Follow. Crasher, danke fürs Folgen. Was auch lustig ist, ist der alte Getreideladewagen. Seine 4500 Liter Fassungsvermögen.